Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Jump World. Und ja, im Titel steht, wir müssen reden. Ich mache bewusst jetzt Jump World nochmal als Runde, ein paar VPNV-Maps, um über ein kleines Thema zu reden. Hi, VPNV und andere, habe eine Map gebaut, bei jeder Block ein Checkpoint ist. Warum? Payne wollte es, Jump World Folge 11 Minute 13, 25. Mehr Checkpoints! Ich möchte eine Map mal, die nur aus Checkpoints besteht. Jeder einzelne Block muss ein Checkpoint sein. Also, worüber ich reden möchte, ist besonders das Video und die Intros vom letzten Mal. Das war gestern, das war das Video, ein neuer ultimativer YouTube-Bug. Und jetzt geht es um Folgendes. Also, eventuell bekommt ihr es mit, aber ich bin in letzter Zeit der ultimative YouTube-Troll, der sich über alles lustig macht und alles und auch so über die Intros und so. Und das letzte Video kam nicht besonders gut an. Und da wollte ich einfach mal mit euch drüber reden, wie momentan alles abläuft und so. Und zwar ging es den meisten, glaube ich, darum, dass ich einen Caps Lock Titel gemacht habe. Und selbst im Video habe ich gesagt, dass... Warum macht ihr überall Checkpoints? Selbst im Video habe ich gesagt, dass es eben ein Joke ist, beziehungsweise, dass ich mich eben darüber lustig mache, über solche Titel. Und deswegen habe ich den auch gewählt, weil ich im Video selber sage, jetzt kommen bestimmt solche Titel wie bla 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 bla. Und dann mache ich diesen Titel in den Titel. So. Und das sollte halt alles ein riesen Joke sein und sollte einfach nur quasi solche YouTuber, die sowas machen, in den Dreck ziehen. So, einigen hat das anscheinend nicht gefallen und es gab ein anderes Problem, weshalb ich nicht ganz so weiß, warum das Video jetzt eigentlich so schlecht bei euch ankam. War es am Titel oder tatsächlich am Intro? Und zwar habe ich ja gesagt, dass ihr bitte keine Templates verwenden sollt. Und ich habe eine Nachricht von jemandem bekommen, wo halt drin stand, hier, ich habe ein Intro für dich gemacht. Ich mache das Intro auf und sehe, wow, das ist ziemlich geil, wenn er das selbst gemacht hat. So, ich kannte dieses Template nicht und dachte dementsprechend, yo, das ist von ihm. So, ich lade das Video hoch und auf einmal kamen Kommentare, das ist ein Template und alles. Und ich weiß halt jetzt nicht, kam das Video so schlecht an, weil es ein Template war, weil das war schon ziemlich krass, wie einigen Leuten das eben nicht gefallen hat. Und ja, deswegen, also ich weiß es nicht, deswegen wollte ich mal fragen, woran hat's gelegen, fragt man sich dann natürlich. War es jetzt letztlich wegen dem Titel, war es wegen dem Intro? Dieses Intro-Problem, was ich momentan habe, ich bekomme Templates oder irgendein Bullshit, um es mal ehrlich zu sagen. Ein vernünftiges Intro zu finden ist halt echt nicht easy. Ich werde, glaube ich, mal ein paar Designer und so anschreiben, ob die mir ein cooles Intro machen können, die schon Intros gemacht haben. Und ja, da werde ich dann einfach mal schauen. Wie lange ist der Gotthard-Basistunnel? 57 Kilometer? Oh, richtig. Was gibt es als 10.000 Abo-Special beim VPNV? Ja, das gab es schon. Wo war VPNV noch nie dabei? Oh, Minecraft. So, und ein Problem, das auch dann war, also selbst schuld, der Typ, der das Intro gemacht hat, hatte dann einen ultimativen Hate abbekommen, weil es ein Template war und er es als sein Intro verkauft hat. Und der hatte dann sein Video dann quasi runtergenommen, also er hat es runtergenommen. Und ich denke, dass da einige Leute ziemlich hart gehatet haben, deswegen hat er es runtergenommen. Er hat die Kommentare seines neuesten Videos deaktiviert. Und er hatte mich dann auch angeschrieben, dass er sich entschuldigt, dass er keine Zeit hatte, das Intro zu machen. Was ich mich ziemlich frage, ich gebe euch ja keine zeitliche Begrenzung, das zu machen. Deswegen fand ich das ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare jetzt so, gefällt euch das? Wenn ich zum Beispiel so Troll-Content bringe, weil mir hat die Folge ohne mal Spaß gemacht. Lag's vielleicht auch daran, wie ich die Folge gestaltet habe. Ich habe das halt so ein bisschen so, wirklich, ich war an dem Morgen so motiviert und hatte so gute Laune, dass ich eben so Jokes gemacht habe und alles. Und ich weiß halt nicht, ist das der Content, den ihr wollt? Oder wollt ihr eben so ernsteren Content? Weil ich habe schon richtig heftig darum getrollt. Und das wollte ich euch mal fragen, gefällt euch der Content so, wenn ich dann auch wirklich so ein paar Jokes bringe die ganze Zeit und alles? Also es geht jetzt eher um, wo ich gesagt habe, oh, oh, ist das wie damals in der Schule und so. Quasi so inhaltlich, also hat euch die Folge inhaltlich gefallen, nicht gefallen?
War es jetzt an dem Titel oder woran lag es? Also das würde ich gerne mal wissen, warum euch diese Folge nicht gefallen hat. Lachs, das kann natürlich auch sein. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Bed Wars gebracht. Lachs vielleicht an Bed Wars? Habt ihr gerade keine Lust auf Bed Wars? Ich hatte letztens einen Kommentar gelesen, dass Bed Wars langweilig ist. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch noch mal ein bisschen mehr mit anderen Leuten was machen. Das habe ich lange Zeit ja nicht mehr gemacht. Deswegen, falls ihr da noch mal was sehen wollt, keine Sorge. Ich werde da auf jeden Fall noch was machen. Morgen kommt übrigens noch mal ein Fanpost-Unboxing. Riesendank nochmal an meinen Designer. Checkt den auf jeden Fall aus. Ich habe den bei jedem Video in der Beschreibung. Der macht echt geile Thumbnails. Macht einen super Job, Leute. Schaut auf jeden Fall bei dem vorbei. Der ist ein richtig cooler Dude. Das ist der Bobana, falls ihr ihn nicht kennen solltet. Mann, was ist das hier? Geht zur... Was? Grafikkarte? Achso, das ist mein PC. Lol. Sieht der echt so aus? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit PCs null aus. Was für eine Grafikkarte hat Carsten? Kastren. Oh Mann. Ich habe eine GTX 660. Was für einen Sockel hat... Was? Was für einen Sockel hat Carstens Prozessor? Was ist denn ein Sockel? Ich habe keine Ahnung. Der muss die Information auf jeden Fall hier raus irgendwo nehmen, oder? Jo, woher weiß der meine Sachen? Wo stehen die denn? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Deswegen nehme ich einfach mal... Wow. Ich nehme einfach mal das hier. Wie viel Terabyte hat seine Aufnahmeplatte? Eine Aufnahmeplatte? 2? Ich habe meine Aufnahmeplatte habe ich tatsächlich geschrottet. Sehr, sehr früh. Was ein bisschen dumm war, aber naja. Als letztes. In welchem Event, Carsten, dass er sie sich gekauft hat. Das muss auf jeden Fall Pistenhaus sein. Sowas sagt man nur im... Oh, habe ich echt einen Jump League? Oh, okay. Das war meine Map. Herr Bauer, Sirius. Sirius, dass ich übrigens in der Episode nicht die ganzen Leute gesagt habe, weil ich eben mehr mich darauf konzentrieren wollte, alles richtig zu sagen. Aber ich hoffe, ihr habt meine Message so ziemlich verstanden, worum es geht und so alles. Also was mich in letzter Zeit so ziemlich beschäftigt. So, und jetzt gibt es nochmal ein kleines Grundlagenquiz bei DiCaprion. Welchen bekommt man, wenn man Spinnenauge isst? Das ist Vergiftung. Das weiß ich. So. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Magenta-Schaf spawnt? Ich denke eher einer von den beiden. Sowieso, weil die ziemlich nah sind und einfach verkehrt rum sind. Na, man könnte jetzt rechnen, aber ich gehe einfach mal hier rein. So, wie viele Herzen hat ein Schwein? Gute Frage. Das müssten... Man macht... Ein Herz auf jeden Fall nicht, sonst wäre es mit einem Schlag tot. Ein Schwert macht ungefähr 4 Damage. Ich nehme an 5. Also logisch wären 5. Oh, nice. Ich bin so ein Genius, Leute. So, ihr könnt euch aber sowieso auf Sonntag freuen. Weil für Sonntag habe ich was richtig Geiles geplant. Und zwar, also einerseits plane ich halt momentan Kings. Aber es soll auch ein neues Projekt geben. Und das ist ein Singleplayer-Projekt. Und zwar ist das Minecraft Decide. Ich hatte es schon mal ein bisschen erwähnt und wollte eben jetzt so einen kleinen Trailer dazu machen. Welchen Trank kann man ohne Netherwarzen brauen? Trank der Schwäche. Das weiß ich. Easy Boys. Und ja, der Trailer wird auf jeden Fall so ein kleines interaktives Video. Also darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wird halt so ein bisschen anders. Wird nicht genau wie das Projekt sein, aber ich finde die Idee, was ich da vorhabe, eigentlich ganz cool. Eben mal was Interaktives zu machen. Und sowieso, weil Minecraft Decide ja schon sowas Interaktives wird, ziemlich stark mit der Community. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall ziemlich hart drüber freuen. Kann es sein, dass manche Maps nicht so ganz mehr funktionieren? Dass zum Beispiel irgendwas kaputt gegangen ist oder so? Das hatte ich nämlich bei einer Aufnahme, die ich gemacht habe für das Fanpost-Unboxing. Dass das vielleicht eigentlich die Druckplatte ist. Gut, ich denke, die Map ist ziemlich hart broken. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Vielleicht irgendwelche Moving Blocks, wie das aussieht. Ja, scheint irgendwie ziemlich hart zu sein. Gut, dann war es das aber auch mit dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, mal in die Kommentare, was ist ein ganzes Thema und so. Warum lag es jetzt daran, dass die letzte Folge euch nicht so gefallen hat? Lag es am Titel? Lag es am Gameplay? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Morgen gibt es ein Fanpost-Unboxing. Am Sonntag gibt es den Minecraft Decide-Trailer.
Und ja, heute fange ich an mit der Planung für Kings 3. Da könnt ihr euch also auch drauf freuen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und sage tschö, bis dann und man sieht sich.